Guten Abend und herzlich willkommen heute Abend zum nächsten Webinar hier bei JFT Brokers. Herzlich willkommen natürlich auch im Namen von JFT Brokers. Mein Name ist Stefan Friedrichowski, gewohnter Sprecher, gewohnte Uhrzeit. Naja, vieles also wie gewohnt und heute haben wir den 17. Oktober 2018. Naja, in 2 Monaten ist schon Weihnachten. Das Jahr vergeht natürlich wie immer im Fluge und ja, vielen Dank hier auch für die zahlreichen Grüße hier im Chat. Schön wieder hier so viele dabei zu haben. Gut, was geht's heute? Ja, Aktientraden, Strategie Teil 3. Ja, was natürlich heißt, es gab schon Teil 1 und 2 und führt automatisch zu der Frage, wo finde ich die Aufzeichnung? Wie immer natürlich, wie alle Webinare, ihr findet die auf dem YouTube-Channel von JFD. Und da natürlich auch hier den Teil 1 und 2 vom Aktientraden. Ein bisschen wiederhole ich natürlich heute, um wieder alle auch ein bisschen hier abzuholen. Das eine oder andere auch für die, die ganz neu dabei sind, ist dann auch entsprechend ein bisschen verständlicher. Wie immer noch der Hinweis, natürlich, ihr seht schon meine E-Mail-Adresse eingeblendet. Wer Interesse an Unterlagen hat, einfach kurze E-Mail an mich, dann schicke ich die natürlich wie immer gerne zu. Und dann noch das andere. Ich lese gerade schon wieder im Chat und das ist wie immer für mich der Hinweis, dass ich natürlich nicht multitaskingfähig bin. Also der eine Hinweis, meine E-Mail-Adresse, der zweite Hinweis, die Unterlagen stehen schon zum Download bereit. Das heißt, ihr könnt die Folien, die ich heute zeige, auch schon sehen. Und dann auch natürlich noch kurz auf eine Frage eingegangen, was denn auf den IP-Days mit der Internetverbindung los war. Ja, das frage ich mich auch. Ist natürlich jetzt mittlerweile schon einen Monat her, dass da so Probleme waren. Keine Ahnung warum. Aber gut, dem war natürlich jetzt einfach leider so. Gut, wir werden heute beim Aktientraden nach der kurzen Wiederholung schließlich und endlich das Thema auch heute dann beenden. Und ich verrate schon mal so viel. Das Endergebnis ist erstaunlich nüchtern und erstaunlich einfach. Und ihr werdet sehen, dass wir final in der Tat gar nicht viel machen brauchen und haben eine wirklich schöne, extrem einfach zu tradende Aktientrading-Strategie. Und wir waren auch schon kurz am Ziel im Teil 1 und 2. Und genauer gucken wir uns das natürlich dann nachher an. Aber so viel schon mal als kleiner Vorgeschmack. Warum kümmere ich mich übrigens ums Aktientrading? Weil ich einfach sage, das ist eine Bereicherung fürs Portfolio. Und wenn man in Summe über Investieren redet, dann ist es natürlich auch eine Methode und die immer ein bisschen eher langfristiger orientiert ist. Da ist natürlich jetzt nicht hier 10 Trades am Tag und das machen wir hier natürlich logischerweise nicht. Theoretisch wäre das wahrscheinlich auch denkbar, aber das soll und wird hier auch nie jetzt für mich das Thema sein, sondern es ist erstmal eine Bereicherung aufgrund seines enormen Long Bias, das heißt, wir haben diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil auf unserer Seite und noch dazu gerade hier bei JFD die Möglichkeit zu extrem günstigen Konditionen, also für einen Roundturn, also für einen Halfturn 1 Dollar, Roundturn 2 Dollar in Summe Commission zu zahlen, ist natürlich auch eine super gute Sache. Gut, bevor wir richtig loslegen, ihr wisst, einmal zeige ich wie immer meinen Risk Disclaimer hier. Wir reden über Traden und weil wir über Traden reden, gehen wir auch natürlich auf Strategien ein. Aber schließlich und endlich, wenn ihr dann selber handelt, ist natürlich logisch, dass ihr das komplett wie immer auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung macht. Ganz klar. Deswegen sei das hier immer einmal gesagt. Jetzt hatte ich gerade schon mal kurz das Thema Portfolio und ja, war ja auch schon jemand, der mich auf die IB-Days angesprochen hatte. Naja, dann werfen wir doch mal einen kleinen Blick auf das, was mich natürlich im Moment auch immer gerne mit beschäftigt, nämlich auf JFD Invest. Und das sage ich einfach deshalb, weil es gibt hier eine neue Strategie. Und ja, diese neue Strategie ist auch gleich der Top-Performer. JFD Invest ist so eine Art digitale Vermögensverwaltung. Ihr könnt Strategien kopieren und in euer eigenen JFD Invest-Account kopieren. Ich mache jetzt hier keine super lange Einführung dazu. Gibt es Webinare zu? Ich wollte es nur einmal kurz sagen. Also, neue Strategie da. Return 42% seit April diesen Jahres. Also, gu gut
gutes halbes Jährchen. Kann sich sehen lassen. Also, wirklich richtig tolle Sache. Und natürlich, wie immer, bin ich da offen und ehrlich, die Strategie ist nicht von mir. Auch wenn sie hier der absolute Top-Performer ist. Aber tolles Ding, tradet drei Forex-Symbole. Muss man sich mal angucken. Also, wer da weiter wissen will, geh einfach auf die Internetseite von JFD und da dann auf JFD Invest und ihr seid sofort da und ansonsten einfach an mich wenden. Wir gehen auf das Aktientraden ein. Wir hatten drei Grundtypen von Strategien, nämlich EMA Cross, ganz einfache Strategie, Trailing Stop, eigentlich eher eine Methode und also eine Methode der Stop-Loss-Verwaltung. Und dann, was vielleicht für den einen oder anderen neu ist, neu ist ja immer alles ein dehnbarer Begriff, wenn man über Trading-Strategien redet. Auch diese Davas-Strategie wurde hier auch schon thematisiert und erwähnt, die auch was mit den Highs zu tun hat. Da gucken wir uns jeweils was mit den Highs an und wie lange die denn her sind. Also Days since last high sozusagen. Und das scheint ein relativ mächtiges Tool zu werden für unsere Aktientraden. Das hatten wir gemacht, uns angeguckt, dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns auch mal die Kombinationen aus denen an und waren dann immer noch nicht zufrieden, haben gesagt, okay, naja, wir müssen noch mal gucken, ob wir nicht entweder vielleicht mal die Volatilität mit reinnehmen können, so Grundgedanke dahinter, naja, gerade wenn so die Aktienmärkte abstürzen, geht ja meistens die Volatilität hoch. Ey, vielleicht können wir das benutzen, um uns vor diesen Crashes irgendwie früh genug rauszuschleichen aus unseren Trades. Deswegen, ich habe das mal hier Vola immer genannt. In Wahrheit nehmen wir nachher einfach den ATR, um eine einfache Rechenmethode zu haben. Dann das andere war halt, das war bei dem Highs Trading, da hatten wir sowas, naja, für unser Ausstiegskriterium haben wir auch gesagt, ach, das High muss doppelt so alt, also darf nicht älter sein als doppelt so alt wie beim Einstieg. Dieses doppelt fiel natürlich irgendwie vom Himmel. Und von daher haben wir gesagt, da müssen wir uns auch mal genauer angucken. EMA Cross ist natürlich klar, wie es funktioniert. Also wir arbeiten einfach mit einem EMA, sind wir oberhalb vom EMA, machen wir einen Trade auf, unterhalb wieder geschlossen. That's it für die EMA Cross-Strategie. Trailing Stop ist sicherlich auch den meisten bekannt. Wir gehen dabei hier oder sind dabei hier so vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir starten nur mit einem initialen Stop-Loss. Wenn der Trade jetzt mit uns läuft, also logischerweise machen wir hier, weil wir echte Aktien traden, nur Long Trades. Wenn der Trade dann mit uns läuft, gucken wir immer auf den Vortageslow und wenn der minus unsere X% ein Stop-Loss nachziehen erlaubt, dann tun wir es. Haben wir auch gemacht und haben dadurch also eine einfache Methode für den Stop-Loss mit reingeworfen. Und dann dieses ominöse Highs-Trading. Da das heute noch mal länger eine Rolle spielt, deswegen die Folie hier etwas länger noch mal erklärt. Wann eröffnen wir einen Trade? Naja, irgendwo starten wir im Hier und Jetzt. Und wir gucken einfach, wann war das letzte High? Und wir haben einen Parameter hier, erstmal einen, und das ist einfach diese Zahl x Tage. Und wenn das letzte High innerhalb des letzten Jahres jung genug ist, also nicht älter als diese x Tage, dann öffnen wir den Trade. Und schließen tun wir ihn, da haben wir dieses Mal zwei, einfach dann, wenn der Trade, wenn das High länger her ist. Ich mache es mal kurz nochmal ein Beispiel, weil das Highs Trading wird auch heute wichtig. Also gucken wir uns das mal kurz nochmal am Chart an. Wie immer, weil ich das ja alles hier immer am Beispiel der Apple-Aktie mache und trotzdem nachher schon mal hier, wie immer der Hinweis, gehen wir natürlich nachher hin und wie immer gucken wir uns das Portfolio der 100 S&P 100 Aktien an. Also wir gucken schon hier auf ein breites Portfolio und genau das wollen wir ja auch machen. So, zoomen wir hier noch ein bisschen rein. Daily Chart, Apple-Aktie. Und wir befinden uns einfach im Hier und Jetzt. Und wenn man sich jetzt hier anguckt, wann war denn das letzte Hoch innerhalb des letzten Jahres? Okay, jetzt habe ich schon mehr als ein Jahr. Okay, da war das letzte Hoch. Also hier ziemlich relativ jung entfernt.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Tage her. 10 Tage ist das letzte Hochalt. Wenn wir jetzt im Hier und Jetzt sind und dieses ominöse X ist zum Beispiel 32 Tage und wir fragen, soll man Trade öffnen? Das ist die Antwort ja, weil das letzte High ist nicht älter als 32 Tage und deswegen wäre es jetzt erlaubt, unseren Trade zu öffnen. Damit haben wir die Trade-Einstiegsbedingungen. Jetzt ist die Frage, wie lange halten wir diesen Trade? Und in der ursprünglichen Definition, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen einfach diese Einstiegsbedingung, die war 32 Tage in meinem Beispiel hier gerade, das wären dann 64. Also in dem Moment, mal angenommen, wir kriegen hier jetzt keine neuen Hochs. Dieses letzte Hoch ist irgendwann 64 Tage alt. Dann ist das der Trigger, um den Trade zu beenden. So einfach. Der eine oder andere mag jetzt sagen, hey, was war mit Stop-Loss und sonst was? Okay, nee, bei Aktientraden kann man durchaus sich auch erlauben zu sagen, wir haben keinen Stop-Loss. Man kann ja zum Glück nicht mehr verlieren, als man einsetzt. Und das ist ja schon mal das Gute. Und die Wahrscheinlichkeit, dass alle Aktien plötzlich bei Null stehen, die ist natürlich nicht Null, die Wahrscheinlichkeit. Aber ich glaube, wenn dem so wäre, haben wir wahrscheinlich andere Probleme, als uns um unsere Aktientrades noch zu kümmern. Vermute ich mal zumindest. Aber egal. Also, das ist diese Bedingung. Wenn wir jetzt dieses X Tage, wenn das hier jetzt gerade mal nur 5 Tage wäre und wir würden uns heute fragen, sollen wir den Trade öffnen? Dann würden wir ihn nicht öffnen, weil das letzte Hoch ist länger her und dann würden wir halt keinen Trade eröffnen. Ist das High immer das Allzeithoch? Nein. In unserer Definition, die wir hier auch im Excel-Sheet abgebildet haben und die auch im C-Programm bei mir nachher so drin ist, ist es das Hoch des letzten Jahres. Also wir gucken immer genau ein Jahr lang zurück. Ich habe das übrigens mal auch ausprobiert, wie das eigentlich wäre, wenn man wirklich immer das Allzeithoch nimmt. Performance wird sogar tendenziell eher schlechter. Man kann sich das auch leicht vorstellen, was durchaus passiert. Nehmen wir einfach mal eine Deutsche Bank-Aktie, auch wenn ich sie jetzt nicht so schnell als Chart habe. Da ist das letzte Allzeithoch wahrscheinlich mehr als ein Jahrzehnt her. Und diese Aktie wäre dann quasi für lange, lange Zeit in die Zukunft wäre die ein No-Go, um sie zu noch zu traden. Und um das zu verhindern, weil, mein Gott, ich weiß gar nicht, wo die Deutsche Bank-Aktie jetzt steht, aber ich glaube, die kommt irgendwie so von 100 € auf, steht jetzt vielleicht bei 10. Naja, wenn sie jetzt aber von 10 € wieder hochrappelt auf 50, no, pff, wieso nicht? Ist ja ein Trade wert. Und wenn wir also die Betrachtung, wie alt ist das letzte Hoch, sagen ins Unendliche machen, also zurück, dann wäre diese Aktie vorläufig vom Radar. Also deswegen immer halt innerhalb eines Jahres. Das ist das High Trading. Gut. Resultate. Wir haben uns dann einfach Resultate angeguckt. Wir haben hier zum Beispiel Days Since High 64, also das Einstieg, solange das letzte Hoch nicht älter ist als 64 Tage und Ausstieg dann 128. Und was wir immer hier haben in diesen Kurven ist immer Balance und Equity. Blau ist logischerweise hier die Balance, rot ist die Equity. Also es gibt natürlich durchaus ansehnliche Floating-Gewinne. Floating-Losses treten hier gar nicht allzu viele auf. Und ja, wir haben halt hier so eine Equity bei unserem 1.000 € Dollar, in dem Fall Dollar, Investment pro Trade. Haben wir uns hier hochgerappelt, ohne Wiederanlage der Gewinne auf 175.000 ungefähr. Da haben wir die EMA Cross-Variante. Die hat hier 160.000 mit einem allerdings höheren Drawdown. Und dann haben wir noch einfach nur Trailing Stop, haben wir noch einen viel höheren Drawdown, dafür allerdings auch einen höheren Gewinn. Hier jetzt ein Trailing Stop, der initial mit 16% arbeitet. Gut. Dann haben wir die Sachen kombiniert. Also EMA plus Trailing, EMA Highs Trailing und dann alles drei zusammen. Und haben dann auch wiederum jeweils Portfolio Equities, also auch das ist das, wo ich hier gerade die ganze Zeit immer drauf schaue. Also die
immer das, sozusagen das komplette Paket. Das komplette Paket heißt, alle 100 Aktien vom S&P 100 werden simultan getradet. Pro Aktie ist immer maximal ein Trade auf. Theoretisch könnten wir in allen 100 gleichzeitig investiert sein. Theoretisch kommt nahezu nicht vor, aber fast. Also insbesondere dann, wenn man so Stop-Losse sehr, sehr weit weglässt zum Beispiel, dann kann das durchaus vorkommen. Also immer wenn, man kann es auch so sagen, immer wenn die Parameter, egal welche, ob Stop-Loss, EMA oder Days Since High, immer wenn die groß werden, dann tendieren diese Strategien mehr und mehr zu einer Buy and Hold. Das heißt, die haben mal irgendwann investiert und naja, kommen sozusagen nicht mehr raus aus dem Trade. Und wenn man jetzt mal hier ad hoc sagt, naja, wie gut, schlecht ist das hier alles, ist natürlich nicht ganz so einfach zu bewerten, auch wenn wir natürlich hier Kennziffern zu bilden können. Aber wir machen unser Leben einfacher. Wir können uns ja einfach mal den Benchmark angucken. Als Benchmark nehme ich jetzt einfach den S&P 500 und das übrigens nur, weil ich den S&P 100 irgendwie als Index nicht gefunden habe und habe den mal hier noch mit dem Days Since High 64. Nachher kriegt das immer 64-128, weil das ist dann der Ausstiegstrigger verglichen. Und da haben wir hier ungefähr den gleichen Zeitraum. Und wenn, ich weiß, die Zahlen sind jetzt nicht ganz so leicht zu sehen, aber wir haben jetzt hier den 175.000 Euro Anstieg. Und wir haben hier, wenn man mal vom Anfang guckt, da stand der S&P bei 1500, steht dann hier am Ende bei 3000, der hat sich verdoppelt während des Zeitraums, dann sieht man vor allen Dingen, dass wir gar nicht mal so schlecht schon fahren. Insbesondere, weil wir, wenn man den S&P 500, also den mal als Benchmark hier anguckt, wenn wir uns hier den Absturz angucken, in der Finanzkrise, dann war er natürlich hier absolut gewaltig. Und nicht, dass wir den nicht hier auch hätten, aber bei weitem nicht so gewaltig. Das heißt, wir sind schon ziemlich gut. Aber was mich hier einfach noch im Wesentlichen gestört hat an dieser Equity-Kurve hier, ein Drawdown von fast 25.000 Euro. Bei einem Gewinn von 175 nicht schlecht, definitiv nicht schlecht. Aber in absoluten Zahlen ist mit dieser Drawdown, den würde ich lieber gerne ein bisschen kleiner sehen. Und dazu hatten wir ja dann einige Alternativen entworfen. Und da wollen wir insbesondere A und C uns angucken. B musste ich aus anderen Gründen verwerfen, weil das kann man auch so schon überlegen, dass das nichts bringt, weil das hatten wir mehr oder weniger schon in unseren Ansätzen mit drin. Fangen wir mal an mit Vola Trading. Die Kernidee, die steht jetzt noch nicht mal hier auf dem Chart, also hier auf der Folie. Die Kernidee ist eigentlich zu sagen, wenn riesige Korrekturen kommen, geht das meistens mit einem Anstieg der Vola einher. Jetzt gibt es bei Vola gibt's mehrere Sachen, die man sich angucken kann. Hier für den DAX beispielsweise den VDAX oder für den S&P 500 gibt es den sogenannten VIX. Das ist jeweils ein Index, den man durchaus als Gradmesser der Volatilität nehmen kann. Und gerade diese zeichnen dann auch sich auch dadurch aus, dass immer wenn die anspringen, geht es meistens an den Aktienmärkten deutlich nach Süden. Und die haben dann immer so eine Komfortzone, immer wenn es dann wieder ganz ruhig ist, an den Aktienmärkten und oder insbesondere auch leichte tendenzielle Anstiege kommen, dann ist diese Vola oder dieser VDAX immer meistens sehr niedrig. Wie immer, wenn es so einfach wäre und dieser Satz einfach ganz so wäre, dann hätten wir ja praktisch den heiligen Gral fürs Aktientraden. Wir würden uns einfach das nur angucken und wüssten, wann wir kaufen und verkaufen. Also ganz so einfach wie immer kann es dann doch nicht sein. Das andere ist, wir wollen ihn natürlich jetzt auch noch selber hier berechnen und das bezogen auf eine einzelne Aktie. Also habe ich mich entschieden, nehme ich einfach was anderes, was so ähnlich ist. Und wenn ich schon über Volatilität rede, naja, dann kann ich ja einfach auch den ATR nehmen. Der ATR, Average True Range, misst ja durchaus sowas wie die Volatilität. Das ist jetzt nicht,
sagen wir mal, man kann eh fragen, wie man genau Volatilität misst, aber das Schöne ist, der ATR ist zumindest sauber definiert und den können wir dann auch nehmen. Und jetzt müssen wir, haben wir natürlich ein Problem. Ich muss jetzt nachher irgendwann von hohen ATR-Werten und kleinen ATR-Werten reden. Das will ich ja irgendwie jetzt nachher ausnutzen. Also wenn nämlich der ATR-Wert groß wird, dann will ich ja zum Beispiel aus den Trades raus. Jetzt könnte ich den ATR in Prozent angeben, dann wäre ich schon mal unabhängig von dem jeweiligen Kursniveau. Aber was ist dann groß und was ist dann klein? Schwierige Frage. Ja gut, haben wir gedacht. Dann machen wir uns das Leben noch einfacher. Wir nehmen einfach zwei ATR, also mit zwei verschiedenen ATR-Perioden. Ich nenne den nachher einfach einen langsamen und einen schnellen. Soll einfach nachher bedeuten, der eine ist dann meinetwegen ein ATR 200, also der Average True Range letzten 200 Tage. Und wir vergleichen ihn einfach mit einem kürzeren, also das ist dann der ATR Fast hier, der sozusagen auf einer kürzeren Zeitskala berechnet wird. Ja, jetzt habe ich einfach zwei Zahlen und die kann ich ja miteinander dann vergleichen. Dadurch habe ich so eine Art intrinsisches Maß und brauche mich nicht mehr weiter darum zu gucken, zu kümmern, was denn groß und was klein ist. Jetzt werde ich gerade gefragt, ob die Entry-Bedingung hier richtig geschrieben ist, ob das Zeichen nicht genau anders sein muss. Warte mal, nein, wir haben der ATR, der Ausstieg ist falsch. Der Ausstieg ist falsch. So. Ne, warte mal. Jetzt muss ich nochmal kurz, lass mich kurz mit nachdenken. Also, der Markt soll besonders ruhig sein. Der Markt soll besonders ruhig sein, also soll mein ATR, mein langfristiger, soll größer sein als mein schneller. Und aussteigen will ich, nein, aussteigen will ich, wenn Trade wird geschlossen, wenn ATR Slow kleiner ist als ATR Fast. Genau. So haben wir es. Ja. Jetzt haben wir wieder alles richtig. Gucken wir uns das mal an, auch im Chart. Weil was ich ja jetzt erreichen will, ist, dass wenn die Volatilität gerade anzieht, dann will ich aus dem Trade raus. Und anziehen sehe ich natürlich am ehesten in dem Schnellen, weil der natürlich schneller reagiert. Und das ist dann der Trigger fürs Raus aus dem Trade, sozusagen mein Fluchtgedanke. Gucken wir uns aber das Ganze mal eben hier im Chart an. Dann haben wir das auch nochmal bildlich. Und zwar, wir nehmen hier mal zwei ATR-Werte rein. Nehmen wir einfach mal einen 200er und einen kleineren, einen, keine Ahnung, einen 50er. Und jetzt haben wir natürlich leider das Problem, jetzt hätte ich natürlich wahnsinnig gerne, dass hier die beiden in einem Chart wären und nicht, dass wir sie auch kreuzen könnten. Dann könnten wir das nämlich hier alles besser sehen. Und deswegen machen wir es das zumindest, dass wir die mal hier gleich skalieren. Dann haben wir es zumindest bildlich etwas einfacher, die beiden miteinander zu vergleichen. So. Jetzt sind die hier in der gleichen Skala und wir haben also im Moment die Situation, von den Zahlen her wäre unser Schneller oberhalb von dem Langsamen. Das heißt, im Moment würden wir jetzt gerade nicht traden, sondern wir hätten unseren Trade eröffnet, beispielsweise hier vorne. Hier vorne ist der, warte mal, wo sind wir? Da kriegen wir es nicht ganz hin. Wo haben wir eine Situation? Hier ist der Fast unterhalb von dem
ja, hier dürfte das ungefähr passen. Da hätten wir unseren Trade eröffnet. Und irgendwann, wenn wir mit dem Anstieg der Volatilität, das wäre dann hier hinten, wären wir ungefähr plötzlich mit dem schnellen oberhalb von dem langsamen gewesen, hätten wir den Trade beendet. So grob hätten wir also durchaus eine schöne Strecke des Anstiegs hier mitgenommen. Und das soll jetzt einfach die Idee sein. Natürlich kann man jetzt fragen, welche Zahlen sollten wir hier nehmen, welche ATR-Perioden, wie sollen die beiden relativ zueinander stehen. Das probieren wir natürlich gleich mal kurz aus. Und dann haben wir genau diesen Trigger. Gucken wir uns das mal kurz ein bisschen längerfristig an. Dann sehen wir mal, ne, soweit darf ich nicht zurückgehen, wo mal hier dann deutlich was passiert. Wo dann lange Zeit wir eine ruhige Phase haben und dann kommen halt zwischendurch immer mal so Volatilitätsspitzen hier rein und diese Spitzen würden dann auch immer dazu führen, dass wir unsere Trades dann entsprechend beenden werden. Eigentlich eine lustige Sache. Wir nehmen einfach nur zwei ATRs und vergleichen die miteinander, um zu triggern, yo, sollen wir traden? Eigentlich müsste man jetzt fragen, und das soll funktionieren? Ist so ähnlich wie die Frage, dass Trading Stop eigentlich als Methode auch schon bei Traden selbst funktionieren soll. Das soll funktionieren. Und die Antwort ist, jo, es funktioniert. Gucken wir uns das an. Gucken wir uns das an, was wir da für Ergebnisse erzielen. Kurz zu meiner Nomenklatur hier. Ich nenne das hier einfach ATR 256-64, soll heißen, der langsame ist der 256er, der schnelle ist der 64er. Und ich springe jetzt hier auch schon gleich direkt in die Portfolio Equities hinein. Und ihr seht, ich habe hier nochmal ein paar andere Kombinationen auch mit reingepackt. Also, was haben wir wieder für Strategieergebnisse? Naja gut, hier in dem Fall haben wir knapp 120.000 gewonnen, hier 100.000, hier irgendwie 110.000. Das ist also alles wahnsinnig ähnlich. Das heißt, unsere Gesamtperformance für, und das kann ich auch nur bestätigen, ist relativ stabil. Wo wir genau diese ATRs hinlegen, ich zeige euch gleich im Chart, da gibt es natürlich schon noch Unterschiede. Aber auch hier gilt wieder, so wie wir es auch schon bei den anderen Varianten, sei es EMA, sei es Days Since High, es kommt nicht so wirklich auf die Parameter an, was ich extrem gut finde. Wenn wir sonst über Trading-Strategien reden, da brechen die manchmal zusammen, wenn man, also in aller Regel brechen sie zusammen, wenn man irgendwelche Freiheitsgrade um den Faktor 2 hin und her variiert. Da sind wir oft schon froh, wenn wir so einen Parameter um 20% ändern können und unsere Strategie bricht nicht zusammen. Hier wieder extrem robust. Wie immer kann man die Frage stellen, warum? Naja, es liegt natürlich an diesem Long Bias. Das macht das mit so wahnsinnig stabil. Gucken wir nochmal kurz hier im Detail raus. Jetzt war natürlich die eigentliche Hoffnung, dass wir genau die Finanzkrise hier besser bewältigt kriegen, über diese Betrachtung der Volatilität. Ich muss ja sagen, ich habe hier viele Sachen mir angeguckt, und wirklich optimieren wollte ich ohnehin nicht. Es bleibt dabei. An der Finanzkrise komme ich nicht drum herum, hier im Aktientraden. Dass das ansonsten wahnsinnig stabil ist, will ich euch allerdings natürlich auch nicht vorenthalten, indem wir uns wieder hier so eine Pseudografik angucken. Wer die anderen Webinare mitgemacht hat, weiß, was ich hier darstelle. Das ist eine ganz verrückte Auftragung. Das ist keine Equity-Kurve, schon gar nicht gegen die Zeit, sondern hier sind die Einzelergebnisse, kurze Rekapitulation. Eine Zeile hier in diesem Excel-Sheet ist eine Aktie, getradet mit einem Parametersatz, in dem Fall mit ATR Slow 32, ATR Fast 24. Und über die 18 Jahre hat diese Strategie dann einen Verlust von 681 US-Dollar erwirtschaftet. Gut.
Das war die schlechteste Aktie für diesen Parametersatz, 32,24. Die zweitschlechteste steht jetzt hier in der nächsten Zeile. Die drittschlechte und so weiter. Das heißt, hier kommen jetzt 100 Zahlen, die dann auch sukzessive alle immer größer werden. Und diese 100 Zahlen habe ich dann aufsummiert. Das gibt hier diesen ersten Bogen. Das heißt, das sind die 100 S&P 100 Aktien, getradet 18 Jahre. Und wenn ich diese Logik ATR Slow 32, ATR Fast 24 für alle Aktien anwende, dann hätte ich schließlich und endlich knapp 60.000 Euro verdient. Das sagt mir dieser Bogen. Der sagt mir halt noch andere Sachen, dass ungefähr ein Viertel aller Aktien, die ich so trade, machen Minus, weil während der Zeit geht hier diese Summation nach unten. Und ungefähr drei Viertel machen positive Beiträge. Deswegen geht das hier so nach oben. Die Spitze selbst ist sozusagen immer dann das Ende, also jetzt die Aufsummation der 100 Aktien. Und alles jetzt diese verschiedenen Spitzen sind einfach hier verschiedene Kombinationen, 32, 24, 64, 48 und. Und was man allerdings sieht, es kommt nicht aufs drauf an. Also es kommt wirklich überhaupt nicht auf die Feinheiten unserer ATR-Perioden rauf oder runter. Die können nah beieinander liegen, weit auseinander liegen. Es macht den Kohl nicht fett. Im Groben kommt hier immer sowas wie knapp 100.000 Euro, Dollar als heraus. Und that's it. Und einzelne Equity-Kurven im Detail für einen bestimmten Parametersatz, ja, das war das, was wir uns schon angeguckt hatten. Und auch an diesen drei verschiedenen seht ihr, es tut sich nicht viel. Aber das ist auch schon mal ein Ergebnis. Der eigentliche Heilsbringer ist es also nicht, weil was wir insbesondere uns ja versprochen hatten, war, dass wir die Finanzkrise besser hinkriegen. Danach funktioniert das hier so oder so. Interessant finde ich das trotzdem, dass selbst das als Strategie bereits funktionieren würde. Okay, war ein Versuch wert, soll aber auch gezeigt werden, wenn es nicht funktioniert. Jetzt haben wir hier noch eine zweite Idee. Ihr seht, die Folie ist dieselbe von vorhin. Alles, was hier neu ist, steht jetzt hier in grün. Vorher stand an der Stelle einfach nur eine Zahl 2. Und diese Zahl 2 war halt sozusagen vom Himmel gefallen. Das ist manchmal okay, dass man einfach mal irgendwelche Zahlen, auch jetzt, wenn man hier bei Strategien dran ist und die entwickelt, dass man schon mal irgendwelche Zahlen fixiert, allein schon auch um Zahlerfreiheitsgrade klein zu halten, lohnen sich manchmal solche Fixierungen. Hinterfragen sollte man sie natürlich dann trotzdem. Und insbesondere kriegen wir hier eins sonst auch nicht unbedingt mit erschlagen, nämlich, dass wir vielleicht kürzere Zeiten nur zulassen für den Einstieg, aber wir wollen mal viel längere Zeiten haben für den Ausstieg. Also stell dir mal vor, wir würden nur einen Trade eingehen, wenn das letzte Hoch 4 Tage nicht älter ist als 4 Tage. Dann würden wir den Trade eröffnen. Aber jetzt wollen wir dem durchaus mal so 100 Tage noch geben. Also bis das Hoch 100 Tage alt ist. Oder hoffentlich ist zwischendurch ein neues gekommen und wir brauchen den Trade nicht schließen. Das würde jetzt gar nicht gehen in der Variante. Das heißt, da jetzt größere Unterschiede zu machen, hätten wir bisher so gar nicht gehabt. Aber es könnte ja auch interessant sein. Für den Einstieg sozusagen das klein zu wählen, aber dann dem doch Zeit zu geben, zu überdauern. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Das heißt, hierfür, das war jetzt irgendwie herrlich, brauchte ich noch nicht mal ein neues Excel-Sheet machen. Das heißt, weil das Excel-Sheet, was auch diese Strategie hier simuliert, was wir hier auch schon hatten, am Beispiel der Apple-Aktie, gab das schon her. Da war es bisher so, dass hier das Ausstieg, da stand hier einfach hart drin, mal 2, also High Entry,
und dann bitte einfach hier mal 2 genommen. Und alles, was ich jetzt mache, ist, ich nehme die Formel raus und markiere die Zelle gelb. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier hin und schreibe hier einfach irgendwelche Zahlen rein. Und dann haben wir jetzt einfach 2 Freiheitsgrade. Und wie man schon gerade sieht, tut sich ja auch gleich schon wieder was. Das heißt, ich gehe nochmal den Schritt zurück. Bei 64 gab es wesentlich weniger Trades. Also hier warten wir jetzt länger. Wir sind geduldiger mit dem Trade. Der Trade wird erst beendet, wenn innerhalb von 64 Tagen kein neues Hoch gekommen ist. Dann will man den Trade beenden. Wenn wir das hier runterfahren, dann beenden wir natürlich logischerweise die Trades häufiger. Und jetzt können wir halt hier natürlich auch sozusagen rumspielen und die Zahlen hier kleiner machen. Und wir können sogar, was auf den ersten Blick merkwürdig erscheint, wir könnten die hier auch sogar kleiner machen als die andere. Da muss man, wenn man das mal genauer sich durchdenkt, überlegen, wie Trade-Sequenzen hintereinander dann laufen. Dann ergibt selbst eine Zahl da kleiner durchaus noch einen Sinn. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Hier das Excel-Sheet, wie immer, steht zur Verfügung. Wer es noch nicht hat, kann es gerne haben. Und hier Aktien einzeln optimieren. Einzeln heißt Kursdaten rein. Und dann gerne ausprobieren, wie man diese einzelne Aktie ganz gut, dass es dann einfach unterschiedliche Parameter vielleicht gibt für unterschiedliche Aktien. Was ich ja genau hier nicht machen will. Ich will nachher immer einen Parametersatz für alle. Ich werde gerade nochmal gefragt, wir handeln hier ausschließlich Long. Ja. Weil wir zielen hier auf echte Aktien traden. Echte Aktien traden. Und dann logischerweise entspricht das einem Long Trade. Übrigens, wer Spaß an diesem Excel-Sheet hat, könnte das hier auch dem auch den Short Trade in ziemlich einfacher Variante beibringen. Aber wir machen natürlich hier rein Long Only, weil ich das gerade hier nochmal gefragt werde. Jetzt wollen wir uns natürlich hier auch wieder Portfolios angucken. Und die mit einem Parametersatz dann traden. Und gucken wir uns das mal eben hier an. Ich habe mal wieder 3 Beispiele. Und zwar einmal hier Days Since High 64. Für den Ausstieg nehme ich die gleiche 64. Und dann einfach, um das mal hier einmal systematisch zu sehen, welchen genauen Einfluss das eigentlich hat. Für den Einstieg die 64, dann für den Ausstieg die 128 und schließlich die 256 für den Ausstieg. Was man sofort erkennt und erahnt, die Profitabilität im Sinne von wie viel Dollar habe ich in Summe verdient, die steigt, wenn ich diese Zahl immer größer mache für den Ausstieg. Mal kurz überlegt, woran liegt das? Naja, ich werde sozusagen geduldiger. Ich sitze das mehr aus, wenn es dann mal nach Süden läuft. Hauptsache, irgendwann innerhalb von 256 Tagen kommt mal wieder ein neues Hoch, damit ich nicht aus dem Trade rausgehe. Man kann das übrigens hier mal ganz gut erkennen, wann Trades rausgegangen werden, also wann die Trades beendet wurden bei irgendwelchen einzelnen Aktien. Das ist immer dann, wenn wir eine Stufe hier in der Balance-Kurve haben. Also passieren tut das durchaus, aber natürlich seltener bei, wenn wir geduldiger werden, was den Ausstieg angeht. Das heißt, einerseits kriegen wir hier Profitabilität dadurch, andererseits, gucken wir auf den Drawdown, wird er dann auch immer größer. Das heißt, es sieht eher so aus, wir sollen uns auf die linke Seite bewegen. Und dann kriegen wir auch kleinere Drawdowns, allerdings auch auf Kosten des gesamten Profits. Warum mal ad hoc Schnellvergleich, was uns denn hier in Summe vielleicht schöner erscheint. Okay, ganz rechts haben wir einen Drawdown von grob 70.000
ja, so grob 70.000 Dollar, vielleicht auch nur 60, und einen Gewinn von 250.000. Das heißt, der Gewinn ist ungefähr dreieinhalb Mal so groß. Gehen wir hier auf die linke Seite, haben wir einen Drawdown, der ist so vielleicht 15.000 und einen Gewinn von knapp 120.000. Das ist so sieben- bis achtfach. Also ist die schon die attraktivere hier vorne. Also das linke Bild ist definitiv das bessere. Bevor wir jetzt weitere Schlussfolgerungen ziehen, fragen wir uns natürlich auch wieder, wie stabil sind diese Parameter? Okay, kommt nochmal gerade hier ein Hinweis, deswegen stotter ich wieder. Kleiner oder gleich heißt doch, ich gehe sofort wieder raus, wenn kein neues hochkommt. Das ist richtig. Das bezog sich jetzt nochmal auf die Frage, was passiert, wenn die zwei Zahlen hier gleich sind. Geht aber nochmal gedanklich so einen neuen Trade durch. Also wir öffnen jetzt einen Trade, weil zum Beispiel das letzte Hoch 10 Tage her ist. Irgendwann, angenommen, diese Aktie bewegt sich jetzt nicht. Das heißt, für die nächsten nochmal 54 Tage kriegen wir keine neuen Hochs. Okay, das heißt, nach 54 Tagen würden wir den Trade beenden. Aber wir würden auch nicht am nächsten Tag wieder einen neuen eröffnen, weil jetzt ist das letzte Hoch definitiv zu alt. Jetzt brauchen wir erst wieder ein ganz neues Hoch und dann würden wir auch tatsächlich wieder in den nächsten Trade reingehen. Okay, kommt gerade. Ja, Denkfehler. Den hatte ich übrigens auch, genau den gleichen. Ich dachte zuerst, das ist ja völlig Schwachsinn hier. Ist so, dann doch nicht. Aber ging mir kein Deut besser. Auch hier wieder diese ominöse Bogengrafik. Halt mit ganz vielen Varianten für Days Since High für den Einstieg und Days Since High für den Ausstieg. Also ich habe da einfach so einen Multiplikator gemacht und dann alles Mögliche hier den Rechner berechnen lassen. Was wir merken ist, okay, zu kleine Zahlen für den Einstieg, also nur, das sehen wir an, das vorne hier fängt hier mit 4 Tagen, darf das High nur her sein. Das irgendwie bringt so nicht wirklich was. Es wird dann besser, wenn man noch lange genug wartet für den Ausstieg. Natürlich kommt man jetzt hier auch langsam dann doch wieder ein bisschen höher. Aber wenn wir mal immer so gucken, wie viel der 100 Aktien sind dann in Summe profitabel über 18 Jahre, tendiert das schon fast in Richtung 50% dieser Aktien, die ich so trade, bin ich nicht erfolgreich. Viel besser sieht es hier auf der rechten Hälfte aus. Man kann praktisch sagen, dann, wenn die Zahlen größer werden. Und zwar tendenziell beide Zahlen größer werden. Sowohl die Zahl für den Einstieg und die Zahl für den Ausstieg. Aber, das Aber hatten wir gerade schon. Genau das Aber war hier, wenn wir uns mal diese drei Beispiele nehmen. Je größer die zweite Zahl ist, also die Zeit, die wir zulassen bis zum Ausstieg, desto größer wird der Drawdown. Wenn wir jetzt noch die andere Zahl einmal hin und her variieren, was ich, ihr könnt euch das vorstellen, natürlich gemacht habe, dann kann ich jetzt schon sagen, was hier eigentlich in Summe die beste Strategie ist, die wir hier haben. Und es kommt tatsächlich raus, and the winner ist der hier. Ohne dass ich jetzt hier super optimiert habe. Jetzt ist vielleicht der ein oder andere enttäuscht. Jetzt haben wir da so lange rumgemacht und jetzt ist es einfach nur Days Since High und einfach nur, wir nehmen auch noch die gleichen zwei Zahlen, 64, 64. Also zugegebenerweise, es kann sein, dass meinetwegen 53, 53 noch ein Ticken besser ist. Aber darum sollte es bei dieser Art von Strategie gar nicht gehen, dass wir hier irgendwie das Letzte rauskitzeln. Es geht, so war es angelegt, dass wir sagen, wir wollen die Strategie sozusagen verstehen. Wir wollen den Einfluss der Parameter verstehen. Und was wir in Summe hier gemerkt haben, ist für das Aktientraden spielen Parameter ohnehin eine untergeordnete Rolle. Was eine Rolle spielt, sind diese Denklogiken. Und diese Denklogiken im Sinne von, na gut, wenn wir halt einen Trailing Stop nehmen und machen den riesig groß, also 32% war hier unsere größte Zahl. Dann machen wir aus unserer Strategie eine Buy and Hold.
Wir werden einfach nicht ausgestoppt. Und so ähnlich ist es bei den meisten Parametern gewesen. EMA, ja, wenn die riesig groß waren, dann sind wir irgendwann mal long eingestiegen und dann gehen wir halt nicht mehr aus dem Trade raus. Wenn wir von diesen ganzen Logiken fragen, wenn wir es wieder nur reduzieren wollen und wenn wir noch nicht mal mehr jetzt 10 verschiedene Einstiegs- und Ausstiegslogiken miteinander kombinieren und da noch ein und da noch ein oder und wenn der Fall, dann der Fall, brauchen wir alles gar nicht. Aktien traden is that simple. Genau das, was wir hier schließlich haben. Im Wesentlichen ist es natürlich einfach rein und halten. Das will ich gar nicht leugnen. Das ist sozusagen der eigentliche Grundgedanke. Warren Buffett ist damit zum Multimillionär, Milliardär, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ziemlich reich geworden. Der macht nichts anderes als im Wesentlichen halten. Ganz so wollten wir es aber auch nicht. Außerdem wissen wir, um kurz nochmal die Folie von vorhin zu zeigen, Drawdowns können sonst noch viel heftiger sein. Das sehen wir hier am Beispiel vom S&P 500. Also völliges Ausharren und Halten kann ganz schön schmerzlich sein. Also der S&P 500 hat schlappe 5 Jahre gebraucht, um sich zu recovern. Also ich nenne manchmal bei Strategien gerne die Time to Recover. Das ist einfach von irgendeinem Hoch, wie lange es dann dauert, bis wir wieder auf gleichem Level sind. Und das hat beim S&P 500 5 bis 6 Jahre gedauert. Gucken wir nochmal bei uns in die Strategie rein. Die hat natürlich sowas auch. Zwischen diesen beiden Peaks liegen 2 Jahre. Das heißt, sie hat ein Time to Recover von 2 Jahren. Ist schon mal deutlich besser. Und das mit all ihrer Einfachheit. Wir gucken auf Hochs. Und wenn das letzte Hoch nicht älter ist als 64 Tage, eröffnen wir unseren Trade. Und wenn das Hoch dann irgendwann älter ist als 64 Tage, dann schließen wir unseren Trade. Mehr brauchen wir gar nicht tun. Wer das jetzt real traden wollte, hätte selbst bei den 100 S&P 100 Aktien, ehrlich gesagt, kein großes Problem, das manuell sogar zu machen. Natürlich weiß ich, dass es irgendwie komisch erscheint, vielleicht durch 100 Aktien durchzugehen. Braucht man aber in aller Regel gar nicht. Irgendwann ist man investiert und man weiß eigentlich, bis wann man die Strategie, also sozusagen, wenn jetzt das letzte Hoch gerade 3 Tage her war und man hat den Trade eröffnet, warum auch immer, erst jetzt, dann braucht man sich diese Aktie erst in 61 Tagen überhaupt wieder angucken. Vorher gibt es nichts zu tun. Und dann kann man immer noch gucken, ob man nicht zwischendurch ein neues Hoch hat, dann kann man diese Zeit wieder verschieben, bis wann man denn mal wieder gucken muss. Wenn man das jetzt für alle macht, wird man feststellen, dass man wahrscheinlich nur noch so 2, 3 Aktien pro Tag sich überhaupt noch angucken muss. Mehr hat man eh nicht zu tun. Also von daher unwahrscheinlich einfach. Okay. Gut. Ich will noch mal kurz auf eine Frage. Wenn man keine 100.000 Dollar übrig hat für die 100 Aktien des S&P 100, was wäre dann eine gute Methode, um eine kleinere Auswahl an besten Aktien auszuwählen? Okay, absolut verständliche Frage. Nicht, zum einen, wenn man mal auf alle 100 Aktien guckt, gibt es glücklicherweise gar nicht so viele, die deutlich, also die mehr als 100 Dollar kosten. Wenn wir die mal beiseite lassen, könnten wir also schon mal unser gesamtes, könnten wir um Faktor 10 schon mal unser Kapital schonen. Also soll heißen, wir können ja dann immer noch ein Stück handeln, solange der Preis unterhalb von 100 Dollar ist, dann können wir ja ein Stück kaufen. Das heißt, ein Faktor 10 wäre schon mal unmittelbar drin. Mein Musterbeispiel hier, Apple, würde natürlich jetzt hier immer rausfliegen, weil die bei 200 sind. Da müssen wir auf den nächsten Aktiensplit warten. Der allerdings dann mehr als 1 zu 2 sein müsste. Also, das ist die eine Antwort. Also Faktor 10 wäre ungefähr drin. Das nächste, was man machen kann, ist natürlich
eine Methode, die wir jetzt hier noch gar nicht besprochen haben. Wird auch noch mal irgendwann kommen. Das ist, aber ich will jetzt nicht den vierten Part noch hinterher schieben, weil ich möchte mal wieder hier auch zurück in den Forex-Markt. Und das ist einfach die Selektion. Wurde ja hier auch schon geschrieben. Und zwar brauchen wir eine Methode der Selektion. Ich kann sagen, was ich mir schon in meinem Kopf dafür zurechtgelegt habe. Was wir zur Selektion, zum Ranking verwenden werden, ist aller Voraussicht nach einfach eine Regressionsgrade, die wir in den Preis reinlegen, meinetwegen ein Jahr lang. Und diese Regressionsgrade, also diese Ausgleichsgrade, hat ja dann eine Steigung. Und wir würden uns dann beispielsweise von den 100 nur die angucken, die am Trend stärksten sind. Also da, wo die Steigung am größten ist. Und das wären dann unsere Kandidaten, die wir hier traden würden. Also Auswahl, wer ist der stärkste von den 100 über Trendstärke. Aber natürlich müssen wir die messen. Und als Messung käme für mich in Frage eine Regressionsgrade. Gut, also zurück hier zu unserer Strategie. Gucken wir nochmal genau. Also Drawdown hat die ungefähr 15.000. Profit 115 macht 7,5 mal so viel Profit wie der Drawdown. Das ist immer eine gute Relation. Übrigens, so gucke ich auch auf die Strategien bei JFD Invest. Ich gucke auf den Drawdown oder da ist es dann die Max Deviation Equity Balance und vergleiche die mit dem Profit, den die Strategie erwirtschaftet hat. Also die zwei Zahlen durcheinander zu dividieren, ist ohnehin immer ziemlich hilfreich. Wir nehmen einfach hier die 64 Tage und that's it. Und schon haben wir eine wahnsinnig einfache Aktienstrategie. Hast du dir mal den Spread DSH 64-64 gegen S&P Short angeschaut? Nee, überhaupt nicht. Okay, hört sich gut an, die Outperformer herauszusuchen. Also, und wie gesagt, als Methode käme für mich diese Regressionsgrade in Frage. Genau. Ah, jetzt verstehe ich auch erst, was gemeint ist vorhin mit, hast du dir den Spread, also den Vergleich eigentlich zwischen den beiden, also jetzt Spread nicht im Sinne von also Spread im, mehr im Sinne von Ratio zwischen der Days Since High 64 gegen den S&P 500 angeschaut. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich, wir würden daraus so eine Art Ratio-Trade machen. Könnte sein, dass wir da was hinkriegen. Ist auch nochmal eine interessante Option. Also man muss sozusagen die S&P 500-Kurve einfach spiegeln. Und sich dann überlegen, ob man, wenn man diese beiden noch miteinander kombiniert, im Sinne eines Ratio-Trades, so wie wir es auch schon mal bei Brent Oil gegen, also den beiden Ölsorten, Brent und Light Oil, also WTI, auch schon mal eine Ratio-Trade-Strategie gemacht haben. Das ist in der Tat auch nochmal eine Idee. Müssen wir allerdings mal genauer gucken. Hier kommt auch schon vom Autor selbst der Einwand. Dann wäre allerdings der Long Bias weg. Aber man könnte sich überlegen, die Gewichtung asymmetrisch zu machen. Aber ist ein interessanter Hinweis, um vielleicht doch nochmal hier den Drawdown kleiner zu kriegen. Aber sind wir mal nüchtern. Was wir hier haben, ist schon gut. Also auch wenn wir zwar jetzt 3 Stunden dafür gebraucht haben, um diese einfache Strategie als den Winner zu erklären. Ich habe schon lange überlegt, also ich hatte, als ich das Webinar heute vorbereitet habe, überlegt, ob ich das jetzt wirklich so nennen soll. Ich habe es dann trotzdem gemacht, weil es ist super einfach. Und manchmal sind halt auch Sachen, die super einfach sind, super gut. Und das ist es hier. Also, in a nutshell, wie immer. Also wir haben alles Mögliche rund um Aktien gemacht, verschiedenste Ansätze, EMA, Trailing Stop, Days Since High, was hat man denn noch? Ah, Vola, ATR, was übrigens nach wie vor für mich auch noch eine interessante Sache ist, dass man einfach den Vergleich von zwei ATRs gegeneinander hier als Ein- und Ausstiegsszenario für die Trades verwenden kann. Und
ebenfalls eine profitable Strategie hinkriegt, ist jeweils wirklich beachtlich. Was für mich ebenfalls sehr beachtlich ist, rund um das Thema Aktientraden ist, dass es war hier nie ein Punkt der großen Optimierung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier den Solver in Excel anwerfen mussten oder sonst was. Nein, die Ergebnisse sind wahnsinnig stabil. Auf die genauen Parameter kommt es nicht an. Es kommt immer nur darauf an, dass dahinter sozusagen eine Logik steckt, eine Denklogik. Und diese Denklogik alleine favorisiert zum einen immer den Long Bias der Aktien selbst. Und das Einzige, was sie quasi versucht, ist, die Denklogiken versuchen, den Ausstieg so zu wählen, dass wir nicht abstürzen, wenn es denn mal wirklich nach Süden geht. Auch wenn wir jetzt halt nicht optimiert haben, heißt das ja im Umkehrschluss, weil wir es gar nicht brauchten, wir haben eine unwahrscheinliche Robustheit. Diese Robustheit spricht für mich für eine extreme Belastbarkeit der Strategie, soll heißen, sie hat gute Chancen, auch in Zukunft zu funktionieren. Die Aussage ist aber natürlich A, kein mathematischer Beweis, schon gar nicht. Wenn ich den führen könnte, wäre es schön. Kann ich aber nicht. Und eine Garantie schon mal gar nicht. Also es ist schon wirklich bemerkenswert einfach. Es kommt noch gerade die Frage, wo kann man sich die letzten Webinare anschauen? Also einfach hier, also ich kann kurz sagen, wie ich immer vorgehe. Ich tippe mal ein JFD YouTube, das ist mein Suchbegriff. Und dann lande ich da. Jetzt muss ich schnell genug gleich auf Stopp drücken, weil da läuft immer so ein Intro-Videofilm. Und so, gestoppt. Und hier sind die JFD Power Webinare. Und man sieht immer nur die letzten vier. Und in dem Moment, wo ich hier auf Show More klicke, dann habe ich auch die anderen. Und da seht ihr schon Aktientrading Strategie Teil 2 und Aktientrading Strategie Teil 1. Und wer noch viel mehr Webinare in der Vergangenheit, also ihr findet alles hier. Das ist der Weg, wie man auch zu all den Aufzeichnungen super einfach dann kommt. Gut, damit beenden wir jetzt erstmal Aktientraden. Im November steigen wir natürlich wieder voll in den Forex-Markt ein. Und da gehen wir auch gleich wieder ganz brutal ran. Wieder, da werden wir uns nochmal einem ähnlichen Thema wie Martingale-Strategien widmen. Aber nochmal wieder ganz anders. Verwandte Dinge kommen natürlich vor. Ich kombiniere eigentlich von drei Leuten irgendwelche Ansätze. Der Peter hat mir da was erzählt. Dann gab es ja noch das alte Gespräch von der letzten WOT. Davon hatten wir schon mal einmal ein Webinar abgeleitet. Da nehmen wir auch nochmal was von an. Und dann muss es auch noch irgendeine Aufzeichnung von den letzten IB-Days geben, wo auch sowas Ähnliches gemacht wurde. Egal was. Damit geht es auf jeden Fall weiter. Und wir werden mal gucken, wie viel Martingale wir dafür brauchen. Aber schauen wir mal. Genau. Gut. Also. Wir kommen kurz und schön. Dankeschön zu uns rein. Ich musste mal wieder Pause machen hier zum Lesen. Nie einfach zu reden und lesen gleichzeitig. Also mache ich es mir einfach. Euch allen noch einen schönen Abend und ja, bis demnächst. Und vielleicht nochmal bei JFD Invest reingucken. Tolle Strategien. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.